Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Hey ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meinem Podcast Alles Menschen. Die meisten von uns sind, glaube ich, mittlerweile extrem krisengebeutelt und natürlich geschockt, berührt durch den Krieg in der Ukraine. Ich freue mich, in dieser Episode mit dem Zukunfts- und Trendforscher Tristan Hawkes über das Aufbegehren der Vergangenheit, über Krieg und Stapelkrisen und vor allen Dingen aber über die Hoffnung am Horizont zu sprechen. Diese Episode wird dir Mut machen. Sie lohnt sich. Hallo Tristan, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast. Viele von unseren Zuschauern und Zuhörern werden dich schon kennen. Tristan Hawkes vom Zukunftsinstitut. Vielen, vielen lieben Dank für die Wiedereinladung, lieber Fall. Ich weiß, du bist gerade viel unterwegs, hältst viele Vorträge. Du ahnst sicher schon, über welches Thema ich mit dir sprechen möchte, über den Krieg in der Ukraine. Meine erste Frage an dich ist, ihr seid ja ein Zukunftsinstitut. Habt ihr das vorhergesehen? Naja, es ist ja irgendwie ein bisschen komisch, dass es ja eher so wäre, als würde die Vergangenheit einen noch einmal ein letztes Mal einholen. Also es stimmt schon, ja, dass wir natürlich grundsätzlich, und das klingt dann natürlich immer ein bisschen sehr dramatisch, Krieg in Europa. Ne? Das ist natürlich auch so, weil das war natürlich eigentlich die Vergangenheit, gegen die sich die Zukunftsforschung oder zumindest die optimistische Zukunftsforschung auch gerichtet. Und das stimmt schon. Nur gleichzeitig darf man nicht vergessen, wir rechnen ja immer auch in unseren Modellen mit gewissen Krisen und gewissen Brüchen. Und soweit, ja, kann man halt eben sagen, klar, sowas völlig zu prognostizieren, ist schwierig. Wenngleich es ja eigentlich auch total schräg ist, weil es die ganze Zeit vorausgesagt wurde. Ne? Also MI5 oder MI6 und die CIA haben seit dem letzten Jahr schon gesagt, dass die Russen das machen würden. Nur wir haben ihnen alle nicht zugehört. Weil auf einmal diese Strategie von Geheimdienste kommunizieren öffentlich, haben wir alle gedacht, okay, wenn die das sagen, dann müssen sie doch lügen eigentlich. Also da sieht man auch, wie die korrekte Prognose da auch nicht mehr angenommen wird. Und ich schätze mal, hätten wir das gesagt, hätte man es für verrückt gehalten. Also insofern muss man sagen, dieser Angriff ist ja so dermaßen zynisch und arbiträr, dass er eigentlich in die Moderne, in unser Weltbild der Moderne gar nicht mehr reinpasst. Ich sehe das auch wirklich, jetzt auch persönlich als Betroffener in dem Sinne, das ist noch die Welt der Vergangenheit, die noch ein letztes Mal sozusagen schreit, uns geht's noch, aber in der Zukunft ist kein Platz dafür und das wissen wir jetzt auch alle oder spüren doch jetzt auch alle. Also, dass das wirklich nicht Zukunft sein kann, das spürt jetzt wirklich die Zivilbevölkerung auf dem ganzen Planeten. Also so eine Einigkeit, schon auch beeindruckend. Was macht das ganz persönlich mit dir, der Krieg? Ja, also ich bin ja ein Friedenskind. Also meine Mutter ist Engländerin, Familie war, die englische Familienseite von mir haben eine lange militärische Geschichte und auf der deutschen Seite war es genauso. Ja? Und das war eben bei mir, ich war dann das europäische Friedenskind sozusagen. Die Mischung aus zwei Leuten, dessen Elterngeneration oder Großelterngeneration sich noch gegenseitig erschossen haben. Deswegen ist natürlich die Betroffenheit, was das angeht, im Persönlichen unglaublich hoch. Man sieht es auch vielleicht hier, dieses T-Shirt, das ich anhabe, da steht Make Schnitzel Not War drauf. Das hatte ich schon davor, aber jetzt finde ich, das ist eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, dieses T-Shirt nochmal auszupacken, weil ich natürlich, ich bin mit einer Weltsicht aufgewachsen, die sagte, sowas geht nie wieder. Und das ist natürlich die persönliche Betroffenheit, muss man auch immer aufpassen in meinem Business, dass sie einem nicht zu sehr auch in die Prognose hineinrutscht. Denn wir wissen ja alle, Prognosen sind immer mit subjektiven Wünschen konnotiert und gemischt. Und ich kenne kaum jemanden, der sich wünscht, dass dieser Krieg so weitergeht. Und mir geht es natürlich genauso. Da muss man natürlich versuchen, das ein bisschen zu trennen. Aber die Betroffenheit ist natürlich, also ja, was soll man dazu noch sagen? Man kann seine Betroffenheit sowieso immer endlos kundtun. Ich versuche natürlich dann sozusagen im Professionellen eher das zu finden, wo man jetzt noch irgendwie positive Zukunft zeichnen kann. Weil das ist das Einzige, was ich gut kann. Und das ist zumindest mein Beitrag zu dieser Sache. Ihr beschäftigt euch ja sehr viel mit dem Impact von Ereignissen, die aktuell stattfinden, auf Zukunftstrends. Inwieweit ist dieser Krieg
anders als andere Kriege auf der Welt? Also ist er überhaupt anders? Also ein Argument, was ich gerade von vielen Menschen höre, ist warum regt ihr euch jetzt so sehr über diesen Krieg auf? Wir haben Krieg in Afghanistan gehabt, wir haben Krieg in Syrien gehabt. Gibt es einen Unterschied? Also auch von dem Ausmaßen her, auch in der Auswirkung auf unsere Zukunft. Naja, eins ist das Psychologische. Ne? Also man muss halt eben sagen, das ist ein beinharter Angriffskrieg. Das ist was anderes als zum Beispiel der Krieg im Jemen, der, glaube ich, schon mittlerweile 150.000 Todesopfer gefordert hat, über 8 Jahre oder sowas. Der aber eher dann so, ja, so ein Zivilkrieg ist, der ausgeartet ist und von verschiedenen Playern bespielt wird. Ne? Das Ding hier ist ja, das ist wirklich beinhart, dieses Bild der Vergangenheit, dieses ein Land marschiert in ein anderes ein. Also das ist mal so das eine, was es, glaube ich, unterschiedlich macht. Und das andere ist natürlich, das ist ein eurozentristischer Vorwurf, aber der stimmt natürlich auch. Ja, also auch jetzt die Aussagen, ja, also für die Ukrainer, für die Flüchtlinge, da machen wir jetzt alles, weil die sind näher bei uns kulturell. Ja? Das ist ja eigentlich, ist das völlig offener Rassismus oder zumindest Kulturalismus, muss man sagen. Ja, nur das ist jetzt mal so, ich will es auch nicht weiter kommentieren, weil es natürlich sehr tragisch wäre, den Leuten ihre tiefe Solidarität, Betroffenheit und Empathie so zu ruinieren. Das ist jetzt einfach mal so. Lassen wir das mal so stehen. Es ist aber in dem Sinne eben für mich anders, ist, dass die moderne Kriegsführung sich ja einerseits eher ins Digitale gewandert hat. Das war in diesem Fall auch so, aber das hat man nicht so mitgekriegt, ne? Weil die ukrainische Infrastruktur ist noch nicht so digital. Aber als die Russen da einmarschiert sind, gab es auch Unmengen Hackerangriffe gleichzeitig. Ja, also Kriegsführung ist schon auch hybrid. Und ich sage, ist die moderne Kriegsführung ist ja eher so wie jetzt im Jemen zum Beispiel, wo es dann eben ja verschiedene Milizen gibt, die von verschiedenen größeren Ländern unterstützt wird. Das hat man irgendwie akzeptiert, daran hat man sich gewöhnt, aber so ein Angriffskrieg, eine Nation in eine andere einmarschieren, das kannten wir. Also meine Generation kannte das ja auch gar nicht, die Generation davor eigentlich auch nicht, ob vielleicht die davor dann schon mit Vietnam und so, aber man muss sagen, das macht es gerade so besonders. Und dann natürlich bei uns die geografische Nähe, wobei ich schon gesagt habe, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da tendiert man dann sehr zum Kulturalismus relativ schnell. Mhm. Siehst du bei diesem Ereignis so, was siehst du für Dominoeffekte auf Megatrends, also mit denen ihr euch ja ganz viel beschäftigt? Also gut, auch dieser Krieg, wie ich es so oft sage, Krisen erfinden die meisten Sachen nicht neu, sondern amplifizieren meistens schon Bestehendes. Ne? Mhm. Krisen zwingen uns auch zu Wandel. Also was ich auch sehr hoffe, ja, dass wir, also zum Beispiel wir auch die Corona-Krise sozusagen, die ganze World Health Organization nochmal wachgerüttelt hat und gesagt hat, Leute, das muss jetzt anfangen zu funktionieren, wird es dasselbe mit der NATO und der UN sein. Ja, also das mal, also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe auch meine erste Kolumne über das Thema mit Absicht sehr provokant geschrieben und habe gesagt, habe sie genannt Danke Putin, was natürlich, könnte man sagen, zynisch ist. Aber das war natürlich angelehnt an diese unglaubliche, also mehr als jetzt gespürt, dass eigentlich der Großteil der Welt eigentlich einer Meinung ist, habe ich in meiner Lebenszeit gleichzeitig auch noch nicht. Ne? Also das ist zum Beispiel mal ein Dominoeffekt, wenn man zum Beispiel über das Thema Individualisierung, Kollektivismus, Globalisierung nachdenkt. Mhm. Dann Nachhaltigkeit wird auch davon eigentlich geboostert. Ne? Also wir sehen jetzt auf einmal, wir müssen autarkere Energiestrukturen aufbauen, mit dem Gas vielleicht doch nicht ganz so toll, Biogas, nachhaltige Energie, erneuerbare Energien und so weiter. Also das sehen wir da. Kann mir auch, das kommt natürlich darauf an, wie sehr das jetzt ausartet noch. Natürlich auch so eine Tendenz zu sagen, warum wohne ich denn jetzt in der Großstadt? Ja, ich würde doch lieber eigentlich eher in die Region ziehen und mich auch selbst versorgen und Versorgungssicherheit haben, ja, gerade mit den Lebenspreisen und so, auch so zum Thema Urbanisierung, Deurbanisierung. Und dann haben wir natürlich im größeren Kontext, im wirtschaftlichen Kontext, das ganze Thema Re-Regionalisierung, also der Gegentrend zur Globalisierung, der jetzt natürlich maßgeblich gepusht wird. Also wir sagen jetzt, okay, wir müssen, das heißt dann im Fachjargon, die Fertigungstiefe bei uns weiter erhöhen. Das hat Covid auch schon gemacht und das wird es damals noch dadurch nochmal verstärkt. Also dass wir sagen, wir wollen mehr Sachen bei uns in der Region produzieren, um Versorgungssicherheit zu haben und eben, wenn so volatile Sachen geschehen wie ein Krieg, dass wir dann nicht sofort Versorgungsengpässe haben. Und das zahlt im Übrigen auch wieder ein sehr schön synergetischer Effekt in das ganze Thema Ökologie rein, ne? Weil wir sparen uns dann unglaubliche Lieferwege. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch sagen, also das ganze Thema Sicherheit wird dann natürlich jetzt nochmal wichtiger. Also wir haben gesehen, dass das Thema Sicherheit immer größer geworden ist, aber vor allem in dem abstrakten Sinne und in dem digitalen Sinne. Also mit abstrakt meine ich, die Zeiten waren sehr, sehr sicher physisch und dann macht man sich so, ist der Mensch halt gepolt als Beutetier, halt, man sucht dann Ängste. Ne? Und die haben wir auch gefunden. Ja, das waren dann eine Zeit lang die Flüchtlinge und das Unwetter und man sucht sich diese Ängste. Aber die waren abstrakt und eher belanglos, muss man sagen. Und digitale Angst, digitale Sicherheit natürlich ein riesen Thema. Und man sieht jetzt einfach, dass nochmal der Megatrend Sicherheit nochmal angeheizt wird, vor allem in dem Bereich. Und zu guter Letzt sei es vielleicht noch gesagt, dass ich glaube, auch wenn sich das jetzt gerade nicht so anfühlt,
wir danach nochmal einen großen Dialog über soziale Medien und Fehlinformationen haben müssen. Weil es geht hier jetzt schon los. Ja? Also so die Verschwörungstheorien, die langsam dazu rauskommen, ah ja, und das haben die Ukrainer doch selbst gemacht, diese Kriegsmassaker, um die westlichen Medien für sich zu gewinnen und so weiter. Ich habe davor schon die ganze Zeit davon gesprochen, dass es nicht mehr soziale, sondern asoziale Medien teilweise sind. Mhm. Und das müssen wir jetzt dringendstens machen, weil wir sehen ja in diesem völligen Fehl- und Desinformationsklima, das da herrscht, ist es natürlich schwierig, Wahrheiten zu finden. Und dann sucht man sich natürlich, je nachdem, von wem man gerade angegriffen wird, jetzt sozusagen auf einer geistigen Informationsebene, fällt man da rein. Man sieht, es ist eine Menge los und eine Menge beschleunigt worden wieder dadurch, aber das macht nicht diesen Leben. Ja. Es ist, also wenn ich dir zuhöre, das klingt ja fast optimistisch. So, also du hast ja gesagt, es ist fast zynisch, aber sowieso, okay, hier begehrt nochmal was Altes auf, aber eigentlich die langfristigen Effekte werden positiv sein. Ist das Berufsoptimismus oder siehst du es wirklich so? Oder musst du es so sehen, weil du im Zukunftsinstitut arbeitest? Nein, also ich, also erstmal jetzt zur Klarifikation, lieber Veit, ich darf im Zukunftsinstitut jegliche Meinung haben, die ich möchte. Das mal so, das ist ja kein Meinungsinstitut, sondern ich muss das, was ich sage, auch belegen können. Das war auch nur provokant. Ich weiß. Deswegen bin ich auch mit einem Schmunzeln reingegangen. Andererseits muss man natürlich auch, glaube ich, sagen, dass dieser Optimismus, den ich da habe, der kommt aus genau dem, was ich schon immer mal jetzt ein paar Mal beschrieben habe. Also auf der einen Seite, klar, es ist schrecklich und es ist sehr nah bei uns und wir sehen diese Bilder und es ist wirklich zermürbend für die Seele und Geist, vor allem nach so einer Pandemie. Nur gleichzeitig muss man doch auch sehen, ich habe das damals auch in der Kolumne ein bisschen so geschrieben, Ronald Reagan hat ja irgendwie gesagt, dass wenn, also nicht, dass ich jetzt ein riesen Reagan-Fan bin, aber es stimmt schon auf eine gewisse Art und Weise, dass wenn die Aliens kommen, dass dann sich die Welt miteinander verbündet. Und dieser Angriff ist ja so sehr aus der Vergangenheit, so arbiträr, so zynisch, dass man ihn ja eigentlich nur als außerirdisch bezeichnen kann. Also der passt ja überhaupt nicht in unser Weltbild hinein. Wir merken doch alle, wie das eine riesige Dissonanz bei uns kreiert. Und das führt auch zu einer gewissen Vereinigung. Ja, also es führt auch zu einer neuer Verstärkung von Demokratie, zumindest in vielen Ländern. Ja, also was da jetzt in Ungarn und so passiert ist, ist natürlich kritisch. Nur ich glaube, das Gefühl zumindest der Großteil der demokratischen Welt ist nochmal aufgewacht und hat gesagt, okay, verdammt, wir müssen dafür kämpfen. Und mir ist es immer lieber, es kommt die Angst und wir machen was draus, als es kommt die Angst und wir legen uns hin und sagen, gut, dann war's das halt, dann soll doch jetzt bitte der dritte Weltkrieg kommen, sind Luft jagen. Also diese Einigkeit, auch die EU ist gestärkt, eine Sache, die mir natürlich als Friedenskind sehr nahe lag und gesehen habe, wie die EU Stück für Stück zerbröselt, dass es da auf einmal auch ganz neue Einigkeiten gibt und zu guter Letzt, dass die NATO auch nochmal wieder stärker daraus gekommen ist. Also da gab's ja auch schon eine Fehlkalkulation von unserem Autokraten da drüben, was diese Sachen angeht. Also klar, man kann endlos sich jetzt einreden, dass alles schrecklich ist, wie schrecklich doch alles ist. Mhm. Oder man geht und macht was. Ja? Mhm. Und was ich beitragen kann, sind eben Möglichkeitsräume. Ja, ich kann ja nichts anderes machen. Während die Leute müssen innerhalb ihres eigenen Aktionsradius ist halt eben was dazu beitragen. Ich versuche eben das. Mhm. Beschäftigt ihr euch auch im Institut mit der Frage, okay, also was ist jetzt eine wahrscheinliche Prognose für Russland? Ja, das ist den Historikern, den Militärikern und den Politikern überlassen, muss ich auch schon sagen. Also wir schauen, was macht dieser Konflikt aktuell mit so Themen wie Menschen, Wirtschaft, Zukunft, Gesellschaft und so weiter. Das ist eher so unser Zugang, denn das muss man natürlich auch wissen, es gibt natürlich auch gewisse Bereiche, wo die Zukunftsforschung sagen muss, dazu können wir jetzt einfach noch keine Prognose abgeben, dazu ist es zum gewissen Grad zu volatil. Aber es gibt da eigentlich nur zwei Szenarien, die man sieht. Russland kann wahrscheinlich nur von innen gerettet werden, also nur von den Menschen. Ja. Und ich weigere mich zu glauben, dass wenn, und deswegen wieder das Thema Desinformation und so, also es gab ja auch dieses Lied von, ich weiß nicht mehr, wem das war, The Russians Love Their Children Too. Ich weiß nicht, das ist aus der Vietnamzeit war das. Aber da ging es auch darum, die Russen sind ja keine Unmenschen oder sowas, sondern die den Krieg unterstützen, haben ganz klar nicht die Informationen, die wahr sind. Ja, die erliegen Propaganda. Und da muss man, glaube ich, eben sagen, da gibt's, glaube ich, genug Leute, gerade man hat die ganze Nawalny-Generation und ja auch so gesehen, die auch was dagegen tun wollen würden und keine Chance eigentlich haben und als sehr viele, die da völliger Propaganda unterliegen. Das heißt, der Wandel da kann auf der einen Seite nur, was wollen wir machen, in Russland einmarschieren?
Also es geht nicht. Also die zynischste Form von Optimismus, die ich bei sowas wagen kann, gerade bei dem Thema Russland, da umso mehr, weil das ja auch so ein Generationsthema ist, dieses Sowjetunionstrauma und so weiter, ist, dass man sagt, im Ende wird sich das Problem demografisch lösen. Ja? Also muss man schauen, wie sehr dieser Krieg dann wiederum die Russen traumatisiert. Ne? Das vergisst man ja auch, das wird ja die auch maßgeblich prägen. Aber nur um das so zu drehen, also die jüngeren Generationen, die diesen Krieg niemals kannten und die davon auch weniger traumatisiert waren als die älteren Generationen, die werden, wenn sie in Macht- und Entscheidungspositionen kommen, meines Erachtens viel, viel weniger zündeln und sowas machen. Und das sage ich auch da deswegen, weil ich davon ausgehe, dass immer mehr Frauen auch in politische Führungspositionen kommen werden. Und die haben erfahrungsgemäß nicht so sehr die Tendenz, den männlichen testosteronigen Lösungsmechanismus aller ich hau drauf, bis das Problem weggeht, zu haben. Ja, also ich bin da, was das Thema Female Leadership angeht, bin ich sehr optimistisch, dass gerade, was so physische Gewalt angeht, sage ich mal, das abnehmen würde, wenn mehr jüngere und vor allem jüngere Frauen in Führungspositionen kommen. Also da kann man auf Zeit spielen, sozusagen. Ihr habt einen, also ich glaube, der ist von euch der Begriff geprägt, Stapelkrise. Also kannst du für diejenigen, die es noch nie gehört haben, einfach mal kurz erklären, was ist eine Stapelkrise? Ich finde den Begriff, der es eigentlich besser trifft zu einem gewissen Grad. Also Stapelkrise heißt eigentlich grundsätzlich, wir haben ein System, ja, wo es ganz, das hängen ja alle mittlerweile unglaublich zusammen. Wir haben es ja heute schon vorhin gehabt, Ökologie hängt zusammen mit Regionalität, mit Digitalisierung und, und. Und die Stapelkrise ist sozusagen, man knallt eins um und dann eskaliert es immer weiter. Und die Systeme haben Knock-on-Effekte. Man kann sich das so ein bisschen wie Domino-Effekt quasi vorstellen. Ich finde aber einen anderen Begriff, den habe ich jetzt neulich wieder ein bisschen verwendet und der ist sehr gut angekommen, soll ich vorsichtig sein, ist der Begriff, wieder sehr pathetisch, aber du kennst mich, ich habe so ein bisschen einen Hang dazu, die Mutter aller Krisen. Und das ist nämlich der Klimawandel. Denn wenn man jetzt wieder in so einer Stapelkrisenlogik, in so einem Domino-Effekt denkt und jetzt einfach ohne irgendwas den Klimawandel einfach durchziehen lässt, Erderwärmung sind wir auf 4 Grad oder sowas, dann sind das, was wir jetzt gerade an Versorgungsängsten haben und steigenden Spritpreisen und Öl wird teurer, im Supermarkt sowie sozusagen im Auto, die Flüchtlingswelle mit 7 Millionen Leute und so weiter, das ist alles Peanuts, das ist alles gar nichts. Ja? Also wenn die Leute im Süden alle absaufen, sich nicht mehr ernähren können, dann gehen Kriege los, große Flüchtlingsbewegungen, dann kann man vielleicht auch noch mit einer kleinen Pandemie, weil wenn so viele Leute aufeinander, vielleicht haben wir dann später Pandemien vermisst und so weiter. Und so kriegst du so eine richtig, ich will jetzt nicht schimpfen, aber eine richtig doofe Mischung, sage ich mal. Und das gilt es zu vermeiden. Und meine große Sorge ist jetzt gerade, dass wir haben jetzt diese 2 Krisen aneinander gehabt, sehr eng, dass wir danach dann sagen, boah, aber jetzt was zu machen, jetzt brauchen wir mal Pause. Und die Zukunft schläft halt nicht. Der Klimawandel schläft halt nicht. Und das wird die große gesellschaftlich-psychologische Zerreißprobe unserer Zeit werden, ob wir das danach noch nach dieser Ermüdung hinkriegen. Aber was wir doch auch gesehen haben, ist, dass wenn es brennt, dann können wir als Gesellschaft unglaublich viel. Man muss mal schauen, wie schnell auch alle reagiert haben jetzt bei dem ganzen Kriegsthema, auch bei den ersten Lockdown und so weiter. Das Momentum zu nehmen, dieses Wissen zu nehmen, dass wir das können und das präemptiver umzusetzen, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen, das wird die große Aufgabe unserer Zeit. Und deswegen mache ich mir Sorgen, dass wir gerade so ein bisschen krisendesensibilisiert werden. Dabei sind Krisen zu durchleben und sie nicht zu ignorieren, ist unglaublich gut für Wachstum, also für Fortschritt, für Wachstum, das ist jetzt ökonomisch. Und das dürfen wir nicht verlernen, ja, auch wenn es schmerzt. Das dürfen wir nicht verlernen, weil sonst hat man einfach, ja, also wie gesagt, dann ist all das, worüber wir uns jetzt aufregen, das sind alles nur Generalproben höchstens für das, was dann kommt. Und wie du weißt, ich hasse es, Angst zu schüren. Ja, also das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Aber das bisschen muss man uns da auch machen, um einfach zu zeigen, wie so ein how high the stakes are. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, also Menschen hören das, sagen rational, ey, das macht total Sinn. Auf der anderen Seite, wenn ich mich so umhöre, also alle haben ja wirklich die Schnauze voll von Krisen. Ja, so, wir sehen es ja auch am Umgang mit Corona, also die Zahlen sind ja nicht wirklich viel besser, aber alle tun plötzlich so, also ich habe einfach keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Jetzt kommt das Ding drauf. So, was kann jeder und jeder Einzelne tun, um sich, um das pathetisch auszudrücken, auf die Mutter der Krisen vorzubereiten? Also eine Sache, die ich immer mehr merke, ist, und da war ich eine lange Zeit lang auf einer anderen Position, aber es zeigt sich jetzt auch langsam so ein bisschen in den Zahlen endlich, dass die individuelle Verhaltensveränderung hat unglaublich starke Knock-on-Effekte wie in deinem eigenen Umfeld.
Und das bedeutet, dass sozusagen Verhaltensveränderungen, wenn man sich vorlebt und zeigt, dass sie besser sind, dann, und das ist ein Begriff, mit dem wir uns doch, glaube ich, jetzt alle sehr viel beschäftigen mussten, exponentiell sich verbreiten. Mhm. Und da kann man dann schon relativ viel auch bewegen. Also das ist mal so das eine, dieses Argument, ich als Einzelner kann doch sowieso nichts machen. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, also ich bin schon in genug Talkshows gewesen, wo dann nämlich Leute sitzen, ja, aber wir als Deutschland, warum sollten wir sind doch nur 0,2% der Weltbevölkerung, ist doch völlig egal, was wir machen. Denken wir mal, leading by example, also das kann man doch wohl mal machen hier. Also so viel historische Verantwortung muss man auch irgendwie finde ich, haben. Das ist mal so das eine. Und das andere ist, das sollte man vielleicht den Leuten auch mal sagen, ja, weil es fühlt sich ja bei jeder Krise, die wir bis jetzt hatten, so an, als hätten wir uns total bemüht, aber wir hätten es vergurkt im Ende. Und das stimmt bei Corona nicht. Also das ist einfach inkorrekt. Ja. Also die Leistung, die wir gesellschaftlich dahingelegt haben, auf der einen Seite Verhaltensveränderung, um uns Zeit zu kaufen für eine technologische Lösung, die das Problem in den Griff kriegt, das war dann eben die Impfung, ist, glaube ich, eine ganz gute Formel auch für den Klimawandel, weil das ist beides. Ja. Also wir sagen, wir müssen jetzt nicht in Abstinenz leben, sondern wir müssen unser Verhalten verändern, bis die Politik und die Wirtschaft das sozusagen umgesetzt kriegt. Dann gibt es sozusagen Licht am Ende des Tunnels, wenn man so will. Und gleichzeitig kann man auch selber was daraus machen. Und das ist, glaube ich, also es gibt da im Deutschen leider einfach kein so gutes Wort für, aber so eine, das Gefühl zu haben und auch zu wissen, dass man selbst Kontrolle über einen Teil des Schicksals hat, egal wie klein er ist. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, weil die Leute sich sonst einfach in Hilflosigkeit baden. Und das ist natürlich dann immer enttäuschend. Ja, und dann, das führt dann auch zu so einem Phlegmatismus, wo man dann sagt, ja, und einfach so immer von sich hin rumort und eigentlich nichts macht. Und das finde ich sehr schade. Also da, vielleicht müssen wir dafür noch ein neues Wort finden. Bis zum nächsten Mal habe ich dann eins. Muss aber auch pathetisch sein. Ich stehe auf pathetisch. Ich bin die Pathos-Maschine. Aber lass uns mal kurz nochmal bei Corona bleiben. Also du hast gerade, finde ich das auch wieder sehr positiv interpretiert. Also die meisten Menschen, mit denen ich darüber rede, die haben eigentlich alle so einen Tonfall von, wir haben uns da durchgewurschtelt. Wir sind irgendwie durchgekommen, aber letzten Endes also die Regierung hat so und so versagt, zwischenmenschlich hat ganz viel gelitten etc. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal den Brief gelesen oder das Manifest, was dein Vater damals geschrieben hat, relativ am Anfang, und habe gedacht, okay, was ist denn davon jetzt wirklich übrig geblieben? Das war wirklich eine sehr positive Aussicht darauf, was diese Corona-Krise uns schenken kann. Oh, du fällst dir gerade einen journalistischen Fehler, denn du denkst, das war eine Prognose. Das war ja keine Prognose, dieser Text. Das war ja das Spannende. Und alle Journalisten haben gesagt, das hat doch gar nicht gestimmt. Das war auch nicht Sinn und Zweck dieses Textes. Dann musst du ihn nochmal lesen gehen. Okay. Also, was ich damit nur sagen möchte, ist, wir vergessen auch ganz viel von dem, was wir hingekriegt haben. Ja? Und es ist natürlich zermürbend gewesen. Und wir sind es auch nicht, also wir suchen auch dauernd den Schuldigen momentan. Und gerade dieses Politik-Bashing, was das angeht. Ja? Also klar, es gab so ein paar richtig dreckige Sachen, die passiert sind, so Maskendeals und so weiter. Ja? Aber am Ende des Tages haben wir es trotzdem relativ gut hingekriegt. Das vergisst man einfach. Ja? Und durchgewurschtelt. Jede Krise fühlt sich durchgewurschtelt an, am Ende. Durchwurschteln ist menschlich. Ja? Das ist auch gut so. Ja? Wenn wir auf jede Krise sofort alle Lösungen hätten, dann wäre es ja niemals eine Krise gewesen. Und dann wäre auch kein Wachstum da. Ne? Also, oder kein Fortschritt, wie schon gesagt. Also soll heißen, ja, ich finde eigentlich, Wurschteln ist menschlich. Das finde ich ein sehr gutes Zitat eigentlich. Also das gehört halt dazu. Und ich kann natürlich verstehen, dass man daran ermüdet. Ja. Dass es anstrengend ist. Für mich ja auch. Für jeden so. Oder fast jeden so. Außer lustigerweise die Hypochonder. Die haben sich auf einmal sehr verstanden gefühlt, glaube ich. soll aber nur heißen, ja, credit where credit is due. Ja, ich weiß nicht, warum kein Politiker jemals rausgegangen ist, einfach mal die Zivilgesellschaft auch mal gelobt hat dafür. Ja, also es war dann immer eher so, ja, das macht man als Bürger halt. Das ist halt Bürgersinn. Ja, okay, aber ihr könnt auch mal Danke sagen dafür, finde ich. Also würdest du sagen, wir haben diese Entwicklungschance genutzt? In ganz vielen Bereichen schon. Ja. Ja. Also siehe, wie wir unseren Podcast gerade aufzeichnen. Das wäre vor Covid nicht so gewesen. Die Menge an Bullshit-Business-Meetings, zu denen ich noch hätte fliegen müssen für eine halbe Stunde, gibt es auch nicht mehr.
generell, also den größten Impact sehe ich momentan, und unter uns, darüber schreibe ich auch mein nächstes Buch gerade, der Wandel der Arbeitskultur. Mhm. Ja, da ändert sich viel. Der Übergang vom Industriezeitalter ins Informationszeitalter ist jetzt nochmal richtig in Turbo gezündet worden. Und das freut mich natürlich, weil meine Generation hat schon mal so gesagt, hey, wie wär's denn mit flexibler Arbeit, Sinnökonomie und sowas, Homeoffice ist gar nicht so doof. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt können wir so ein bisschen edge-to-edge, wir hatten doch recht sagen. Und auf der anderen Seite zeigt sich auch, dass es produktiv ist. Ja, und ich glaube, dadurch wird unglaublich viel mehr Lebensglück entstehen. Also wenn ich den Leuten jetzt sage, okay, alle Menschen, mit denen du redest, die sagen, boah, das ist so schrecklich, das ist alles doof und die Politik hat alles vergurkt und es geht ja eh nur den Bach runter. Ich sage, aber am Ende entsteht daraus eine Welt, wo die 20 Stunden Arbeitswoche normal ist. Mhm. Würde man, glaube ich, nehmen, oder? Oder sogar, wo der Begriff Arbeit wegfällt, weil du zwischen Freizeit und Arbeit gar nicht mehr entscheiden musst. Ja? Also da, solche Effekte, das kriegt doch keiner mit, das spürt doch gerade keiner. Und das dauert jetzt halt natürlich noch. So funktionieren so komplexe Prozesse. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, auf die man sich, glaube ich, richtig auch freuen darf und kann. Mhm. Nächste Frage lässt sich super locker in 5 Minuten abfackeln. Wie können wir uns auf das, was kommt, vorbereiten? Also wie können wir uns wirklich zukunftsfit machen? Also was sind so, ich sag jetzt mal, 3 bis 5 Skills, von denen du sagst, Leute, bereitet euch vor, stärkt die, kultiviert die? Also einmal, worauf ich immer sehr poche, ist Angstfähigkeit lernen. Ja, wir haben gerade bei uns im deutschsprachigen Raum so die Konnotation von Angst, dass es was Schreckliches, und vor allem haben wir es sehr gemischt mit dem Begriff Freeze, also erfrieren. Ne? Also Angst führt zu Erstarrung. Das ist der erste Begriff, der den Leuten in den Kopf kommt. Dabei sind wir eher die Nachfahren derer, die, wenn sie Angst hatten, gelaufen sind. Ja, die, die erfroren sind, wurden dann vom Säbelzahntiger gefressen. Da gibt es ein paar ganz gute Werbungen dazu, die das auch zeigen. Ja, also es ist so dieses klassische Beispiel, ich muss nicht schneller sein als der Löwe, ich muss nicht schneller sein als du, quasi. So, der erfriert, der wird natürlich als allererstes gegessen und das war's. So, das heißt, wir sind die Nachfahren derer, die von Angst in Bewegung gekommen sind. Ich habe jetzt gerade neulich eine entzückende Story für SOS Kinderdorf gemacht, wo die jüngere Generation haben ja unglaublich viel Angst momentan. Und wenn man das mal versteht, ja, und auch eben bei jüngeren Kindern dann das versucht zu erklären und so zu verpacken und es dann Sinn macht, dann gehen die Leute schon mal ganz anders mit Angst um. Ja, dann versuchen sie nicht zu vermeiden, sondern sie versuchen sie zu nutzen. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist ein super Zukunftsskillset, weil Angst werden wir immer wieder haben. Das wird nicht zu vermeiden sein im Leben. Ich glaube, Skillset 2, das muss natürlich hart erlernt werden auch, ist digitale Aufklärung. Es ist einfach so, Informationen befinden sich jetzt im Digitalen. Wie will man denn in Richtung Zukunft schauen? Zukunftsbilder zeichnen sich, Prognosen erstellen, wenn man nicht einmal die richtigen Info oder überhaupt gesicherte Informationen finden kann. Das muss man lernen, das ganze Thema. Wie schaut eine gute Quelle aus? Was ist eine gute Quelle? Und wie ertappe ich mich auch mal dabei, dass ich vielleicht in eine Filterblase gerutscht bin? Kann ich nur empfehlen. Also das mache ich regelmäßig, dass ich versuche, Texte zu lesen von Plattformen, bei denen ich wirklich, also ideologisch, weißt du, was ich meine, also ganz andere Welt, nur um mich da auch mal zu challengen, hänge ich gerade in der Filterblase oder habe ich eigentlich recht? Das würde ich mir mal empfehlen, also einmal lernen, wie man echte Quellen findet und auch mal sich selber zwingen, nicht nur aus der eigenen Filterblase rauszugehen, sondern wirklich in die der Gegner, wenn man so will, ja, die haben wir ja alle zu einem gewissen Grad, ja? Also wir alle haben ja irgend so ein in so ein Denkbild, wo wir uns denken, oh Gott, ihr ruiniert gerade die Welt, bitte hört auf damit. So, das ist mal Skillset 2. Skillset 3 ist Empathie, aber mit Empathie muss man vorsichtig sein. Empathie muss man auch lernen. Denn was, ich kann dir eine Sache sagen, die Russen untereinander, die für den Krieg sind, sind auch momentan unglaublich empathisch. Mhm. Ja? Weil Empathie heißt ja den Schmerz und die Gefühle des anderen fühlen. Ja? Mhm. Deswegen ist es, ich finde Empathie wunderbar, es ist das, was uns Menschen zusammenhält, aber man muss lernen, mit ihr umzugehen. Ja? Im Sinne von, manchmal ist es besser, das Leid zu verstehen, aber es nicht zu spüren, weil es einen dann nicht sozusagen mitreißt und einen unlogisch denken lässt. Mhm. Ja, also wir sprechen alle viel von Solidarität und Empathie und so weiter momentan, da einfach darauf zu achten, Empathie führt zu zwischenmenschlicher Liebe und all dem, was wir in Gesellschaften lieben, aber es führt auch zu Krieg. Ne? Weil die Leute, die Stämme, die gegeneinander kämpfen, sind unglaublich empathisch innerhalb, in ihrer In-Group, aber überhaupt nicht gegenüber der Out-Group. Ja. Das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen gewarnt hatte mit diesem, die ukrainischen Flüchtlinge sind ganz super, aber die aus dem Nahen Osten nicht. Das ist ja auch eine riesige Empathie denen gegenüber, wie gesagt, da muss man mit aufpassen. Und viertes,
Ein viertes gebe ich dir noch. Also, das klingt jetzt sehr pathetisch, ja, aber wir haben uns schon darauf geeinigt, dass ich das ganz gut finde. Mut heißt auch mal auf die Fresse fallen. Und das Problem ist, wir haben im deutschsprachigen Kontext ist dieser Begriff verbrannt. Ja, also Scheiterkultur. Man redet zwar gern drüber, aber am Ende wird man trotzdem verbrannt, wenn man es mal vergurkt. Ja. Und es gibt auch einfach eine Vielzahl an manchmal ein bisschen sogar zu pathetischen so Sätzen, die sagen, ja, aus jedes Scheitern ist kein Scheitern, sondern nur eine Chance und so weiter. Ja, man kann aber auch bei manchen Sachen, also wenn man 20 Mal an derselben Sache scheitert, dann muss man irgendwann sagen, das war keine Lernchance mehr, sondern das war wirkliches Scheitern. Also sich seine Kämpfe gut aussuchen und dann, klar, scheitern lernen und daraus wachsen lernen, aber auch vielleicht irgendwann mal herauszufinden, wieder ein bisschen differenzierter zu sagen, wenn man 30 Mal am selben scheitert, ist es vielleicht auch irgendwann mal Zeit. Ne? Also ich weiß, du und ich, wir kennen all diese Motivationssätze, die dazu so stehen, aber das Leben ist auch dann ein bisschen zu kurz, um endlos immer nur zu scheitern. Ja, und deshalb so ein junger Kerl wie du. Ja, ich habe ja noch ein paar richtige auf die Fresse fallen Momente vor mir, weißt du? Also ja, ich weiß es ja. Ja. Ey, Tristan, ich danke dir. Das war wie immer sehr inspirierend. Ich mag das total. Und wir werden hier unten drunter noch ein paar Links drunter packen. Also zum einen auch zu dem Text, den dein Vater damals geschrieben hat, weil ich finde ihn nach wie vor auch sehr inspirierend und ermutigend. Ja. Danke, danke. Wie immer. Du musst nur anrufen und ich bin da. Ciao. Tschüss. Danke, dass du diese Folge im Podcast Alles Menschen mit Veit Lindau und GästInnen gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du diesen Podcast jetzt kostenlos abonnieren. Wir freuen uns, dass du hier mit dabei bist und wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge.